Heute gibt es spannende Informationen über Alois Irlmeier. Ich habe in seiner Akasha gelesen und möchte dies gerne heute mit euch teilen. Letztendlich ist daraus ein sehr spannendes Ergebnis entstanden, mit dem man nicht unbedingt rechnen würde. Und das wird viele von euch letztendlich erstaunen. Also mich hat es fast umgehauen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirayana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Dies hier ist mein neuestes Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Wenn du dich dafür interessierst, unter dem Video ist ein Link, da kannst du mal draufklicken. Ja, und heute geht es um Alois Irlmeier. Ich habe also in seiner Akasha gelesen und ich habe mich dort umgeschaut. Ich habe Informationen bekommen. Und diejenigen von euch, die bei mir die Ausbildung gemacht haben zum Akasha-Lesen, die wissen ganz genau, wie das geht. Und ich habe mich also dort umgesehen und ich kann euch sagen, es war gruselig. Es war absolut nicht schön, dort drin zu lesen. Diese Bilder, die ich gesehen habe für seine Prophezeiungen, die waren voller Blut, voller Krieg, voller Krankheiten, voller ganz schlimmer negative Dinge, die ich da empfangen habe. Und es war absolut, absolut nicht schön. Aber dann kam etwas Erstaunliches dabei heraus, und das werde ich euch nachher erzählen. Das müsst ihr alle unbedingt wissen. Dafür war es mir dann wert, dass ich also mir diese gruseligen Bilder angeschaut habe. Es war also absolut kein Vergnügen, das kann ich euch sagen. Er hat ja vorausgesagt, den Krieg in der Ukraine hat er vorausgesagt, und er hat auch gesagt, er würde sich auf den Rest Europas ausdehnen. Im Moment bis jetzt, muss ich sagen, ist das nicht eingetroffen, dieses Ausdehnen auf Europa, das andere natürlich schon. Und ist kein schönes Bild, aber das hat sich bewahrheitet. Dann hat er auch noch die Wirtschaftskrise für Deutschland vorausgesagt, und da sind wir ja mittendrin. Und diese Massenarbeitslosigkeit ist noch nicht da. Man weiß es nicht, ob sie kommt, aber es sieht also im Moment mit unseren Machthabern, die halt so viele Fehler machen oder gemacht haben, echt nicht gut aus. Aber das wisst ihr ja alle. Dann hat er auch noch gesagt, dass es also eine Reihe Naturkatastrophen geben wird und mit Überschwemmungen, Dürren, Erdbeben und solchen schlimmen Dingen, und dass die immer mehr zunehmen werden. Das hat er halt vorausgesagt, und das haben wir ja auch tatsächlich die letzten Jahre immer wieder erlebt. Und ja, sie werden also noch mehr zunehmen, hat er gesagt. Und dann hat er ja auch noch diese 3 Tage Finsternis angekündigt. Und nach diesen 3 Tagen Finsternis wäre also dann alles überstanden und es würde eine wundervolle Zeit anfangen. Diese 3 Tage Finsternis sind umstritten, weil sich die Menschen das nicht vorstellen können. Ich habe sie tatsächlich in seiner Akasha gefunden. Ich habe sie gefunden und es war wirklich nicht schön. Und es gibt auch viele Berichte über diese 3 Tage hier auf YouTube. Ich denke, jeder weiß davon. Jetzt kam bei dieser ganzen Lesung, die ich da gemacht habe, etwas ganz Besonderes heraus. Und das muss jeder von euch wissen. Und dieses Besondere ist, und zwar habe ich das auch bei ihm gelesen, dass sich das alles ändern kann. Und dass es auf uns darauf ankommt, auf alle Menschen, wirklich alle auf der Erde darauf ankommt, wie sie sich verhalten und was sie tun. Wenn alle so weitermachen wie bisher, dann steuern wir auf diese 3 Tage zu, also mit all diesen anderen Dingen, die er vorhergesagt hat. Aber ich habe gelesen, und das ist ganz wichtig, der Alois, der hat in die eine Zeitlinie hineingeguckt, wo also diese Dinge alle geschehen. Und ich habe bei ihm gelesen, dass es diese andere Zeitlinie gibt, wo diese Dinge nicht geschehen. Und wie wir da hinkommen in die andere Zeitlinie, das liegt an uns, an unserer Entscheidung. Wie gehe ich mit all diesen Informationen um?
Sind die Leute einverstanden, dass jetzt diese schlimmen Dinge kommen? Haben sie Angst? Wie gehen die Leute, die Menschen mit diesen Dingen um? Und das ist der ganz wichtige, ausschlaggebende Punkt. Sobald du nämlich dem zustimmst oder sobald du sagst, ja, es ist schon so viel passiert, was er prophezeit hat, dann bist du in dieser Energie drinnen und es wird sich das andere auch ereignen. Aber sobald du erkennst, dass du wählen kannst, dass du diese andere Zeitlinie wählen kannst, und das ist nämlich die Zeitlinie, in der ich immer lese. Und da sieht man, dass alles gut wird, dass wir nicht in dieses große Chaos hineinkommen, dass es keinen Weltkrieg gibt. Und das ist möglich, wenn wir wirklich unsere Gedanken zielgerecht auf das Positive ausrichten. Und das lege ich euch wirklich sehr ans Herz. Ich hoffe, ich denke, dass ihr den Schmetterlingseffekt kennt. Es kommt nämlich auf jeden Einzelnen von uns darauf an, was er denkt, was er fühlt und wie er sich orientiert. Und wenn du dich für die gute, lichte Seite interessierst und da deine Liebe hineingibst, dann könntest du dieser Schmetterling sein, dieser eine Flügelschlag, der alles verändert und es zum Guten kommt. Und das ist so wichtig und das habe ich auch bei ihm gelesen. Und daher bitte ich euch alle, erinnert euch an euer großes Seelenlicht, an eure göttliche Flamme, an das, was ihr in Wirklichkeit seid. Ihr seid ja nur eine Zeit auf der Erde, um eben hier dieses große Ereignis zu erleben oder, und das ist das Wichtige, zu bestimmen, wie es ausgeht. Und das ist der Hauptgrund, zu bestimmen, dass es gut ausgeht. Ja, und wenn du in der richtigen Zeitlinie bist, und da habe ich drin gelesen, da geht das gut aus. Da kriegen wir nicht diese schlimmen Dinge. Da werden die Menschen schon in ihrem Herzen in der fünften Dimension sein. Da haben es die Menschen verstanden. Und dann gibt es nicht mehr diese Machtkämpfe, wie sie im Moment hier sind. Und das ist der richtige Weg. Es müssen ja nicht so viele sterben. Oder es muss einfach eigentlich dafür überhaupt niemand sterben. Ja, und das muss mal hier in den Kopf rein. Und also, es gibt natürlich im Moment sehr viele Anzeichen. Auch die Polarlichter hier im Hintergrund, das sind alles Anzeichen, die der Earl Meyer vorausgesagt hat. Wenn die sich häufen, dann steuern wir auf diese Endzeitphase zu. Aber diese Endzeitphase kann auch eine beginnende Phase des neuen Schönen sein, ohne dass die große Katastrophe geschieht. Und das ist der Punkt. Jeder einzelne von uns hat die Kraft und die Macht, alles gut zu machen. Und jeder einzelne von uns könnte der Auserwählte sein, auf den es drauf ankommt. Und zwar, wenn sich dieser eine Mensch plötzlich bewusst wird, dass alles Liebe ist, dass wir alle verbunden sind und wenn er dadurch aufwacht, dann haben wir es geschafft. Und wenn ihr das jetzt wisst, könnt ihr ganz anders mit den Dingen umgehen, die gerade geschehen. Wir haben es in der Hand. Und wenn ihr mein anderes Video gesehen habt, wo ich euch also meine Vision erklärt habe von Deutschland, Österreich und der Schweiz, dann wisst ihr, dass also da auch eine große Hilfe kommen wird. Aber wir müssen uns darauf fokussieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich werde auch auf Telegram noch über die anderen Länder sprechen. Kamen ein paar Fragen von euch. Ich werde die euch beantworten. Und ihr könnt es dann auf Telegram nachlesen, wie die anderen Länder energetisch dastehen. Und also das, was wir heute jetzt hier machen. Das ist ganz wichtig, diese Meditation, die nämlich jetzt gleich kommt, die stärkt noch einmal so diese innere Kraft, diese innere Flamme und die stärkt auch unser Potenzial. Denn wenn du ein gutes Potenzial hast oder den guten Zugang zu deinem Potenzial hast, dann kommst du wunderbar durch die neue Zeit oder die aktuelle Zeit hindurch. Und dazu gibt es ja auch dieses Webinar von uns, wo wir alles dafür tun, dass du in dein gesamtes Potenzial hineinkommst. Und die Menschen, die da dabei sind, die spüren das in sich und die haben eine ganz andere Kraft für ihr Leben. Darauf kommt es an. Und jetzt möchte ich gerne mit euch diese Meditation machen.
Und ihr dürft einfach jetzt mal euch fallen lassen, die Augen schließen und euch auf euer Herz konzentrieren. Denn das Herz, das ist der Quell der Liebe, der Quell der Freundlichkeit, ja, der Quell, der dich in den Arm nimmt. Und da sollten wir unseren Fokus drauf legen und dann ist es alles, alles möglich. Ich sprühe mich ein mit der 999, einfach weil ich mit der 999 leichter in die Meditationsenergie hineinkomme und auch in die Energie, um channeln zu können. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude dabei. Geliebte Herzensmenschen, Geliebte, voller Freude darf ich euch zu der heutigen Meditation begrüßen. Und um zu beginnen, um uns vorzubereiten, möglichst tief zu fühlen, bitte ich dich jetzt, das Licht der Liebe einzuatmen und dieses Licht langsam durch deinen ganzen Körper fließen zu lassen. Es ist das Licht, die Kraft der Liebe, was jetzt durch dich fließt, was jede Zelle berührt und deinen Körper beruhigt, dich selbst beruhigt und du in diesem Moment alles loslassen kannst, was du mit dir trägst und was vielleicht gar nicht zu dir gehört. Und so spürst du diese Schwingung der Liebe, wie sie dich umhüllt und trägt. Und dies jetzt ist genau der Moment, wo du dich auf dein Herz, auf deine innere Flamme konzentrieren kannst. Denn diese Flamme, deine göttliche Essenz, sie verbindet dich mit dem All-Einen. Sie verbindet dich mit der Liebe und dem Licht. Und sie verbindet dich mit allen Menschen. Und so sind wir eine große Gemeinschaft aus Liebe erschaffen. Aus Liebe erschaffen, um zusammen hier für das Große und Ganze zu wirken. Und vielleicht spürst du jetzt in deinem Innersten dein Licht, deine Aufgabe. Denn deine Seele hat entschieden, dass du in dieser Zeit hier bist, dass du mithilfst. Und so lasse dein Licht leuchten. Lasse dein Licht leuchten. Und spüre die Kraft, die in dir liegt. Spüre, dass du viel mehr bist als wie nur ein kleiner Mensch. Und wenn du nun dein inneres Auge hinaufrichtest in das Universum, dann spürst du vielleicht, wie Gottes Liebe zu dir strömt, wie sich vielleicht sogar jetzt dein drittes Auge aktiviert und du die lichten Wesen wahrnimmst, welche dich begleiten Tag für Tag und dir den Weg zeigen, den Weg zu Gott. Denn das ist dein Weg. Es ist der Weg der Liebe, der Herzlichkeit. Und so empfange die Liebe, die jetzt zu dir strömt, empfange dieses Licht, welches dich liebt und trägt. Und spüre, wie dein Vertrauen wächst und deine Kraft sich steigert. Und spüre, dass du diesen Weg gehen wirst und zum Wohle
aller Menschen, für die Erde wirken wirst. Denn vielleicht bist du es, du, der oder die Auserwählte, auf die es ankommt. Und so ist es wichtig, dass ein jeder von euch erkennt, wie wichtig es ist, hier zu sein und sich für die Liebe zu entscheiden, für ein gutes Miteinander, für Achtung und Respekt, für Annahme, ohne zu bewerten. Und so atme einmal tief ein und aus, um diese Worte in deine göttliche Flamme hineinfließen zu lassen und zu spüren, wie wichtig du bist. Denn es kommt auf dich darauf an, auf dich, auf dich, auf dich, auf alle Menschen kommt es darauf an. Und gemeinsam können wir alles erreichen. Es liegt in unserer Kraft. Und so nimm noch einen tiefen Atemzug, um diese Erkenntnis als Energie in deinen Körper aufzunehmen. Diese Erkenntnis, dass du allein, du ganz allein alles ändern kannst. Und dann beginne zu lächeln, denn es ist so einfach. Und jeder kann diesen Schritt tun. Und so spüre das Vibrieren deiner Seele vor Freude über diese Erkenntnis und lass dich sanft von ihr berühren, denn es ist deine Seele, welche dich leitet und führt, welche zu dir sagt, du bist das Wichtigste auf dieser Erde, auf dich kommt es darauf an, auf deine Liebe und auf dein Licht. Und so nimm 3 tiefe Atemzüge, damit die Energien sich jetzt in deinem Körper ausdehnen können und immer bei dir sein werden. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Dehne dich und sei ganz wieder da. Diese Erkenntnis, die du in dir trägst, wird dich begleiten und andere Menschen werden es spüren. Sie werden das Leuchten in deinen Augen sehen. Diese Erkenntnis, dass jeder Einzelne wichtig ist und jeder Einzelne alles ändern könnte, wenn er es tut. So danke ich sehr, dass du heute hier warst. Und ich wünsche euch allen noch eine schöne Zeit. Eure Smarana.